Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Seven Days to Die in Kinder der Stadt. Ich habe hier bei mir Tür und Tür, Tour. Hallo. Zweimal richtig, jetzt doch wieder falsch. Okay, weil du gerade hier stehst, Venka ist dabei. Wie du dich eben von mir weggedreht hast, um dann doch schnell rüber zu begrüßen. Ja, schönen guten Tag. Ja, bei mir hat das immer eine gewisse Reihenfolge. Nordisch ist hier, hallo. Guten Tag. Und Bert, ach, du bist noch immer am Ausgang graben, richtig? Ja, aber natürlich, was denkst du denn? Fleißiger Handwerker. Du bist draußen? Ja, natürlich bin ich draußen. Ja, der gräbt unseren Ausgang. Bin ich so feige wie ihr? Nie ist klar. Ich bin nicht feige, ich habe geziegelt. Was? Achso, geziegelt. Geziegelt? Ich habe geziegelt. Ich guck mal ganz kurz, was du da Schönes machst. Die sind aber noch fix gerade. Was? Nee. Oh, nee. Das war knapp. Nein, sind sie nicht. Ja, Das war richtig schön langsam. Hol doch mal kurz hier an. So, ich lasse die Zombies jetzt auch mal Zombies sein. Und soll ich, welchen von den beiden, von den beiden Seiten soll ich jetzt zuerst machen mit den Cobblestone Frames? Ja, ich komme sofort, ich muss mal eben den Spucker loswerden. Wo ist er denn? Er ist gewesen. Mal gucken, okay, was er dabei hat. Ich wäre jetzt auch gerade bei dir gewesen. Ist ja die Frage, mit welcher Seite ich anfangen soll. Achso, hier ist das Beet drin, da wo das Beet nicht drin ist, würde ich sagen, ne? Ja, ja. Okay. Lass uns das mal bitte so machen, dass wir soll irgendwo hier, dass wir hier den Eingang machen. Knurm hin und her. Ja, nimm mir einfach die Blöcke raus, die ich nicht setzen soll. Lass uns mal da den Eingang hin machen, genau. Dann können wir das nämlich von der Aufteilung her vielleicht ein bisschen schöner gestalten. So. Und wenn du jetzt zu wenig Cobblestone hast, dann machst du das ich einfach so, dass du halt hier... Haben wir genug. Ich weiß. Und hier so nach dem Motto, den Woodframe halt drin lässt. Du kennst dich da ja auch aus. Du weißt ja, was ich meine, von wegen der Stabilität. So. Ja. Okay. Ja, was mache ich denn Schönes? Grübel. Ich muss hier mal kurz zählen. Achso, jetzt habe ich hier einen übrig. Was macht die hier den ganzen Tag? So, ich guck mal kurz, wie weit du bist, Matt. Ah, hast du nicht mal genug Holz gehabt? Ja, ich bin gerade hoch und besorg mir was. Ach so, du verkleidest das hier gleich komplett. Ja, aber natürlich, das muss auch schick aussehen. Ja, das ist super. Wie weit bist du denn unter der Straße? Okay. Xyra. Noch, ne? Ich sehe schon. Danke. Bitte. Ups, da ist ein Hund. Hinter dir. Hund. Gott, so schnell konnte ich gar nicht wechseln. Auch wieder gern geschehen. Ich nehme mal das Leder. Dankeschön. Ich find's schön, dass du hier bist. Habe ich das schon mal erwähnt? Er hört's gerne. So, ich setze uns jetzt gleich mal ein paar Bäume. Und schlage ein paar Bäume. Alter, was wollen die ganzen Zombies wieder hier? Sind nicht ganz dicht, oder? Der muss auch weg. Und ich brauche was zu futtern, haben wir. 2-4. Haben wir im Kühlschrank was zu futtern? Ich weiß nicht, ich glaube eine Dose. Ich habe noch Bacon Eggs gemacht. Sehe ich das hier richtig, dass die Bäume direkt auf dem Destroyed Stone wachsen? Nee. Ja. Das ist praktisch, dann brauche ich ja gar keine Erde setzen. Wer will fleißige Handwerker sehen? Oh, jetzt kommen ja immer mehr. Was soll denn das? Kommen ja gar nichts. Ich nicht. So, und dann kann ich jetzt ja einfach die Bricks draufpacken, ne? Auf Bricks. Unseren Grundriss hier, ne? Ja, so, das war halt insgesamt, du kennst ja mal eine Höhe, 5er Höhe. Und dann kommt eine Decke eingezogen. Wer kotzt denn da so ekelhaft? Was soll denn das? Wir haben hier übrigens überall noch Gras rumliegen. Haben wir? Ja, hier liegt zwischendurch immer mal wieder was. Oh, wenn du dann welches hast, dann nehme ich es gerne. Ja. Da klaut mir mein Holz. Weil ich hab's natürlich nicht ganz voll bekommen hier. An der Ecke sollten wir keine Bäume pflanzen. Ich habe noch gar keinen gepflanzt. Ja, also so hat hier offensichtlich. 10, 12 Gras würden mir reichen. Mehr brauche ich nicht. Nee, so viel. Ich habe gerade mal 2 jetzt. Du bist sehr genügsam, ne? Wo möchtest du denn die Pflänzchen haben?
Ja, am besten auf der anderen Seite irgendwie, weil du siehst hier, Vorsicht. Hier ist kein Holz mehr, aber die Bäume stehen. Ah, shit. Ah, kann mir mal jemand, Mist, Badly. Du bist im Keller, ne, oder? So. Nee, noch nicht. Achso, kannst du, bevor du runtergehst, kannst du mir hier mal einen Block weghauen mit deiner lila Pickaxe? Aber natürlich. Okay. Warte, wie viel Holz hast du jetzt mit? Reicht das für dich da unten? Ohne Momento, ich habe jetzt 20. 20? Mhm. Moment, wie wäre es mit Fenstern oder wollen wir keine haben unten? Doch, wir wollen natürlich Fenster haben. Deswegen setz erstmal die zweite Reihe mit Woods, mit Woodframes, dass du. Jetzt sammeln wir mal wieder aus, sonst ist gleich. Das ist ein Lock. Achso. Dass du erstmal gucken kannst, okay, wo du Fenster haben möchtest und wie du eben die Wände haben möchtest. Ah, wo? Ja? Nehmen wir hier die Seeds. Ja? Danke. Hunted? Wieso bin ich hunted? Aber wenn ich die zweite Reihe nur damit setze, ne? Also entscheide, ich würde mich eigentlich freuen, wenn du dann mal festlegst, wo du glaubst, dass Fenster ganz gut sind, weil. Das kommt drauf an, wie wir die Zimmer einrichten wollen. Also unten machen wir Aufenthalt und Wohnzimmer, richtig? Weil wir machen ja zwei Stockwerke plus Dachboden. Ja, ich meine ja nur insofern, weil ich kann ja. Ich möchte nicht, dass es einstürzt, wenn wir hier gleich überall die Woodframes wegnehmen, weißt du? Okay, ich habe ein kleines Problem. Was denn? Ich sehe dich fliegen. Wen, mich? Ich sehe die ganzen Woodframes nicht. Die ganzen Bricks nicht. Aha. Okay. Auch das kriegt sich wahrscheinlich auch gleich wieder ein. Das ist ein Serverproblem wahrscheinlich. Ich denke mal, das hängt mit der Ecke da vorne zusammen, wo ich eben war. Da stehen ja die ganzen Bäume auch noch nicht weg. Abo? Ja. Guck mal hier rüber. Ich nehme mal die Ecke hier oben weg und jetzt setze ich neuen rein. Siehst du den jetzt? Nein, ich sehe da gar nichts. Auch nicht? Nee, das ist, muss aber ein Problem bei Abo sein, weil die Bäume da hinten sehe ich nämlich auch nicht. Nee, die Bäume. Also ich sehe, die sind weg, wollte ich sagen. Ja, ja. Ja, ich sehe auch keine Bäume. Das ist schwierig. Seht ihr denn hier die Mauer? Ja. Okay, Bad, kannst du mal eben kommen? Oder gibst du mir mal die Axt eben kurz? Die Axt? Die Pickaxe. Ah, hier. Dann kann ich das uns eben selber. Wir brauchen noch Zement, ne? Ja, das ist jetzt tatsächlich problematisch. Ah, ich denke mir, wenn du nachher einmal aus und wieder einloggst, also nach der Folge, dann ist das okay. Ja, ja, aber bis dahin habe ich jetzt hier dummerweise Probleme. Nicole? Ja. Hier denkst du dir einfach mal die Frames, dass wir erstmal bis Bad fertig ist, einen Eingang haben, ne? Ja. Lässt du hier quasi die Frames. Mein Hund! Theoretisch eine Tür reinmachen könnten. Oder ich lasse sie repariert hier, wieder. In der Action-Scharte lasse ich einfach zwei hoch offen, dann können wir da durchfummeln. Mach das bitte direkt an diesen Frame, den sehe ich nämlich. Hier vor mir, ja, den Frame, den du gesetzt hast, sehe ich nicht. Okay. Ich wusste nicht, was denn, du meinst, was du meinst, aber jetzt habe ich es. Hier durch? Lange Leitung. Guck mal hier. Naja, wer sich Synchronschwimmen anguckt. Ja, aber da sehe ich jetzt den Frame sitzen. Ach so. Ja. Ja, das ist ja un. Deswegen, so, hier, wo ich jetzt vorstehe, den Frame bitte wieder wegnehmen. Vielen Dank an das Fanmaskottchen der Frauen-Nationalmannschaft. Bitteschön. Hier lässt du bitte frei. Gut. Dann, jetzt stürzt hier irgendwie was ab. Du spielmäßig. Doch, ja, nee, bei mir hing es auch gerade. Ah, aber jetzt sehe ich die Mauer und ich sehe da hinten die Bricks. Ja, schön. Okay. Können wir das mal eben versuchen zu gucken, so grob, wo wir. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das nicht problematisch ist, wenn ihr kotzt irgendwann durchs Fenster. Moment. Echt? Ich hätte mir. Hast du mal ein paar Woodframes für mich? Ja, ich lasse sie dir mal eben alle hier und dann loote ich mal eben schnell den 22. Mehr habe ich nicht mehr. Ja. Einer steht noch vor der Tür. Oh, wie komme ich denn jetzt hier raus? Da draußen ist ein Zombie, der drauf gewartet, gelootet zu werden. Au. Wer hat mich denn hier jetzt gehauen? Ich muss mal ganz schnell. Kriecher. Ich muss mal ganz schnell was zu essen besorgen, sonst verhungere ich gleich. Ich glaube, ich habe noch Kartoffel. Das ist schön, ja. Nehme ich. Nicht viel, da bist du nicht viel. Kartoffel also heilt alle Wunden. Ja, also ich muss mal gucken, ob wir noch irgendwo Zement haben. So mehr habe ich nicht. Na, du brauchst ja auch noch, ne? Ich habe noch einmal Honig. Oh, okay. Nein! Was? Hast du Stress? Ich komm. Nee, ich wollte nur nicht, dass er explodiert und ich musste gerade nachladen. Boah, jetzt hat er nur ein Sandwich drin. Super. Ja. Ein Donut. Wolltest du nur einmal mit kurzem Umriss des Hauses kommen? Diese Bullen, die aus der Umschulung kommen. Früher Bäcker, jetzt Bulle. Das ist schwierig. Naja.
Sugar, lässt du das hier dann offen, damit wir hier noch rein und rauskommen, oder? Das lasse ich gerade noch offen, ja. Okay. Deswegen ist da zwei hoch noch frei. Sehe ich es richtig, dass du ein schlechtes Verhältnis zu unseren Gesetzeshütern hast? Ich nein. Lehre mich auf. Nee, aber es ist doch ärgerlich, wenn du einen Polizisten abschießt und kriegst nur ein Mädchen raus, oder? Das macht die Sache jetzt gerade nicht besser, wie du dich äußerst. Oh nee, hast du auch recht, ne? Na. So. Ja, ich habe leider nicht mehr. Ja, nee, ist okay. Ich hatte jetzt Folgendes gedacht. Hier direkt die Küche reinsetzen, so werden wir vom Eingang in die Küche... Ja. Moment. Guck mal her, Schwester. Tschüss. Fühlst du dich gestört? Ja. Jetzt kommen wir mal wieder in die Küchenbesprechung zum Screenshot. Ja, genau, und danke. Dass wir quasi hier dann das Wohnzimmer hinmachen. Ja. Und direkt hier setzen wir quasi hier eine Treppe, hier so nach oben. Ja, das passt. Ja nee, das ist okay. Wobei, wir müssen hier mit der Treppe anfangen, dass wir quasi hier sagen, so drauf gehen können. Alter, ist doch was los, du. Ja. Nee, aber so ist das ja, okay. Dann lasse ich dir die Woodframes hier mal stehen, dann weißt du, wo die Treppe hinkommt. Mhm. Also die Woodframes werden quasi durch die Treppe ersetzt. Wobei die mir theoretisch egal ist. Mir ist eigentlich wichtiger, wo Fenster hin sollen, wo ich keine setzen soll, deshalb. Also ja, von der Idee her. Okay, die Breaks, die wirst du dann zwangsläufig wieder wegschlagen müssen. Na, ich würde sagen, wir machen hier ein Fenster hin, weil es ist ja Küche. Ach so, ja, okay. Weil ist ja Küche. Ach, damit kann ich mir die Frames hier oben drauf sparen können. Ja. Also, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir da ein Fenster hin, dass wir hier schöne große Fensterfront haben. Und hier an der Treppe können wir keins machen. Dann würde ich sagen, hier und hier. Au. Was ist denn los? Mir geht's gut. Das war dort, wo jetzt die Frames vor der Mauer sind. Dort machen wir Fenster hin, würde ich dir vorschlagen. Bad? Ja. Wo bist du denn jetzt? Ich brauche die Pickaxe. Komm ich hier nicht hoch? Gibt's doch nicht. Ich bin im Keller, ich kann zu dir hochkommen. Ja, gerne. Welcome, eine Sekunde noch. Ja. Ich gebe dir mal ganz schnell die Woodframes wieder. Was wollte ich denn? Achso, ich wollte Gravel, wollte ich holen. Jo, danke. So. Gravel. Jetzt kann ich aber... Okay, dann hack ich die, dann hack ich die jetzt einfach mal schon mal raus eben hier. Ja. Gut, dass wir die Bricks ja wieder kriegen, wenn man die kaputt haut. Die sind ja jetzt nicht weg. Hier ist übrigens überall auf den Geländen ist überall so dieses graue Gras, ne? Ja. Ups. So. Oh, wieder auf dem Dach Zombies, ey. Das gibt's aber nicht. Na. Oh, ein Baum steht da noch. Guck an. Ach, ich brauch doch ja gar nicht. Ja, doch, für den Kotten. Ne? Zombie! Endlich kann ich mal bei Tageslicht arbeiten, das ist auch schön. Mensch, ich hole das Klumpto. Alter! Oh nein, verdammt. Und nein! Dreckshund. Sag mal, wegfallen. Mit Ausdauer wird das noch viel besser gehen hier, aber... Ja, das geht mir auch gerade. Ich habe gar keine Ausdauer. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn wellnessmäßig überhaupt. Ich könnte aber jetzt für die paar Ziegel einen Kaffee zu trinken, lohnt auch nicht, muss ich sagen. Du, da ist kann welche angepflanzt, geben. Also du kannst ruhig eintrinken. Ich habe welchen eingepflanzt. Ansonsten habe ich auch noch 7er Honig. Au. Nö, ja, jetzt habe ich schon Kaffee eingeworfen. Passt schon. Oh, ey, die kommen aber ernsthaft jetzt. Hör doch mal auf zu spawnen jetzt. Was soll denn das? Ich höre... Mensch. Aua. Oh, habe ich das Buch schon gegessen? Du hast das Buch gegessen? Du hast das Buch gegessen. Ja, das habe ich schon gegessen. Naja, wenn man Hunger hat. So isst du ein Buch. Und früher... Das stimmt mit dir nicht. Klassenkamerad hat auch mal Papier gefressen. Als ich ihn mal darauf angesprochen habe, sagte er, ja, da ist Zellulose drin, das ist gesund. Es gibt ja auch Esspapier. Ja. Was für ein Umfeld habt ihr, sag mal. Aber so eine Schule hat man in der Nachbarschaft auch. Hallo? Du kannst gar nicht. Wir sind hier nicht im... Naja, okay, lassen wir das. Na, wo sind wir nicht? In Bremen. Immer aufpassen,
immer aufpassen, ob man ganze Landstriche beleidigen möchte. Ich darf das? Falls du das siehst, du weißt jetzt auch, was du zu tun hast. Ich habe auch mal in Bremen gedient. Bremer Abonnenten. Also nee, ich habe sogar zwei. Ich war ja auch am Überlegen, in City Skylines mir mal die Bremer Map zu nehmen, aber dann habe ich gesehen, Warte mal, ich muss sie erst noch reparieren. Entschuldigung. Und dann habe ich aber gesehen, ach nee, das ist nicht europäisch, das lass ich mal lieber. Das ist nicht europäisch, und, genau. Und noch zwei Pipes für dich zum Nachreparieren. Oh, danke schön. Weil sie nicht ganz voll ist und du das gleich vorhalten wirst. Nein, im Leben nicht. Ich doch nicht. Du kennst mich doch. Gut, ich habe noch ein bisschen. Ah ne, brauchen wir gar nicht mehr. Na gut. Bisschen Mix habe ich noch mitgebracht. Auch hier ist noch ein bisschen was frei. Was? Gleich ist die Mauer fertig. Achso, hier ist noch was zum. Ja, das ist doch schick. Die Rams müssen nur noch gemacht werden, aber dann sollte fertig sein. Na, da finden fehlt aber noch ein Block oder so. Wenn ich das richtig gezählt habe. Ja, der muss auch noch da bleiben, weil wir sonst nicht reinkommen. Wieso? Wir kommen rein? Nein, der muss noch bleiben, bis Brad das Loch durch hat. Ja. Oh ja. Abo, was meintest du? Achso, ja, die Frames, wie gesagt, die sollten eigentlich reichen, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja, die reichen auch. So. Ja, die Mauer ist fertig. Dann kann man sich ja hier schon mal in der Nacht aufhalten. Das ist schon mal gut. Wer hat denn die beste Pickaxe? Bad. Ja. Wobei momentan nutzt die uns noch nichts. Ich habe nur die blaue normal dabei, wie immer. Ja, nee, wir brauchen ja doch erst genügend Holz. Ach ja, richtig. Ist mit der blauen ist ja jetzt komplett in Vergessenheit geraten. Ja. Deswegen wollte ich es mal erwähnen. Der Zeit ist schon weg. Brauchst du noch Kreis? Ja. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Ich habe erst 32 gehabt heute. Nee, bräuchte ich. Also könnte ich unten die restlichen Frames austauschen. Ich gehe mal draußen aufräumen. Wie viel brauchst du? Müsste ich mal eben die Woodframes, so ich sag mal, so 12 müssten reichen. Okay, ich habe 18 in der Tasche. In der Nähe irgendwie? Ich bin am Bau. Ich auch. Ich bin dort, wo der Eingang ist. Achso, ich bin ja am Bauen, ich bin auf der anderen Seite, aber ich kann auch zu dir kommen eben. Wo ist dein Kotzilein? Da hinten ist Kotzilein. Da, wo der Spucker zu hören ist. Ja, wo der zu hören ist, ist. Lauf! Ich lauf! Ah, scheiße. Ich sehe auf den Kopf nicht geschossen. Wo bist du denn? Am Eingang. Hier, too late. Dort, wo in der Mauer das Loch ist. Der Eingang. Ja, ich dachte, du kommst zu mir. Ich bin jetzt, weil ich doch am Baum bin gerade. Ja, ich bin auf dem Weg. Hier bin ich. Ja, okay. Da. Moment. Treffen wir uns hier. Bitte schön. Du bist außerhalb. Ich dachte, du wärst hier drin. Ja, weil ich Kotten anpflanzen wollte. Oh, Alter. Und ich glaube, das wächst, glaube ich, nicht hier direkt auf dem. Wo? Auf der Straße an der Kreuzung. Mich knurrt hier was an. Irgendwo ein Hund. Ja. So, Cobblestone. Was habe ich denn jetzt? Frame. Machen wir erstmal. So, was das noch? So, oh, auf dem Dach sind ja schon wieder welche, sehe ich gerade. Ja. Wie sieht das mit Cobblestone aus? Drei, hast du schon? 4. Was? Bin ich dabei? Runtergefallen. Ich meine, mit dort. Herstellen. Ja, da bin ich dabei. Achso, okay, alles klar. Soll ich denn schon mal draußen den Graben vor der Mauer machen für unsere. Hatte ich eben gedacht, nur dazu brauchen wir erstmal die Woodlock Spikes, sonst haben wir da ein Loch, wo die Zombies reingehen. Ist dann auch nicht so dolle, dann können wir sie nämlich nicht bekämpfen. Okay, das heißt, wir brauchen Holz. Ja, da wollte ich jetzt direkt anpflanzen. Ich gehe schon mal schlagen, was wir sonst noch hier um die Nähe haben. Ja. Um die Nähe, in der Nähe. Das mal jetzt in die auch. Nähe, ja. Habe ich nicht auch eine Axt dabei? Nö, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus alleine, als bin ich. Na, egal. Irgendwo, glaube ich, lassen wir das. Ich brauche Vitamine. Oh, ich höre da irgendwo einen Hund. Passt das? Sind das alle? Nee, hier ist noch einer versteckt. Ich höre hier irgendwo einen Hund. Ja, ich auch. Ich habe auch einen gefunden gerade. Aber dass das Holz direkt auf den Destroyed-Stone wächst, das wundert mich direkt mal. Ja, mich auch. Das wundert mich jetzt aber auch wirklich. Hallo Biene. Biene. Das ist Willi. Normalerweise würde ich so einen Raum immer 4 hoch machen und in der 5. Ebene die Decke. Das siehst du auch ja, so. Ja. Oder hat sich das bei dir... hat sich nicht geändert. Ja, okay, gut. Hallo, das hier ist ein Pseudobaum? Nee. Was?
Ich habe eben auf den Baum eingeschlagen, aber irgendwie dann doch nur in die Luft. Ja, das ist, den habe ich da schon weggeschlagen wahrscheinlich. Du meinst den mit den grünen Blättern, ne? Nee, war ein anderer. Den habe ich jetzt aber auch fällen können. Ich musste nur von der anderen Seite ran. Die Decke wollt ihr aber aus Holz dann machen, ne? Oder ja, aus. Die Decke aus Holz. Wollt ihr beide Etagen mit Bricks haben oder nur eine? Wir hatten das ja so gesagt, dass wir anderthalb Etagen mit Bricks machen. Dann setzen wir noch so zwei, drei Holz oben drüber. Ach so, okay. Ja, gut, dann mache ich anderthalb Etagen mit Bricks. Das kann ich machen. Ja, und dann setzen wir da nämlich dann das Dach drauf. Dann haben wir quasi drei Etagen zur Verfügung. 1, 2, 3, 4, dann wäre das hier Decke. Okay, alles klar. Ja, ein paar Gläser habe ich auch schon wieder voll. Unglaublich. Oma, oder? 1, 2, 3, 4, Decke, genau. Sagt mal, Leute, wie sieht das jetzt eigentlich mit Essen aus? Ja, nicht gut, und ich bin auch kurz vorm Verhungern, stelle ich fest. Wächst das noch nicht? Vielleicht sollten wir noch mal jagen gehen. Ja, ich habe ja sechs Schweine liegen ja oben. Nee, die habe ich ja schon verbraten. Also ich meine, die müssten noch da sein. Ich habe Bacon Eggs gemacht. Oh, ganz schwierig. Verdammt. Okay, ich habe mir davon noch nichts genommen, also sollte... Aber mein Leben, mein Essensbalken ist... Ja, dann sollten wir uns vielleicht spätestens zur nächsten Folge. Ja. Also eigentlich zur nächsten Folge, weil diese Folge ja schon wieder zu Ende ist. Och nee, echt? Oh Mann, ich bin gerade so schön im Baum. Naja, geht ja dann bald weiter. Yeah, ich bin 54. Ach echt? Die hätte ich jetzt hier mal geschätzt, aber okay. Wieso? Du hast doch so einen Livestream gesehen, oder nicht? Ja, süßer. Ja, normalerweise sehe ich ja aus wie 60 oder 64. Das stimmt auch wieder. Und da war auch noch geschminkt. Genau. Oh. Und gepudert. Und gepudert. Überall. So. Oh. Auch die Stellen, die man nicht sah. Auch da, wo keine Sonne scheint, genau. Das okay, war nicht irgendwie schon richtig schick ausgekleidet oder so? Nö. Ja. Bauarbeiter. Ja, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr euch auch den Hintern pudert, dann lasst uns doch einen Daumen hoch. Da. Mit dem Kommentar, wo ihr euch pudert. Warte mal, wieso ist hier Erde? Das passiert schon mal. Ich bin auch gerade am Überlegen. Das passiert schon mal. Das nennt man Wildnis. Natur. Wieso ist hier Erde? Okay, bitte einmal warten. Hä? Ja, einmal da warten. Er stellt mich in eine Ecke und sagt, ich soll warten. Ja. Ich muss gucken, wo du bist. Alleine. In der Alpha 12 sollen übrigens Parkuhren kommen. Fällt mir da gerade so ein. Da fehlen aber dann noch die Würde Sinn machen. Also ich sag mal, 2, 3 Blöcke brauche ich noch. Ja, eine Sekunde. Was mache ich denn jetzt? Wo ist er denn? Da ist er. So. Mal gucken. Du guckst. Aber wenigstens habe ich nicht die meisten Tode. Das macht mich schon mal an, irgendwie. Ja, theoretisch gesehen könntest du hier hochkommen, aber praktisch gesehen würde ich sagen noch 3 Blöcke. Ja, dann machen wir das auch. Ah, so, wie schaut's denn aus hier? Hallo? Gut, ihr Lieben, dann lasst uns zum Ende kommen. Ja. Jo. Noch irgendwelche hochintelligenten Abschlusswörter? Ja, ich muss mal einen Schluck Bier trinken. Das Nordisch, auch. Nordisch, wir sind auf einer Wellenlänge. So, dann sag ich mal Tschüss. Zum Punkt, ja genau. Ja, Tschüss und Prost. Prost. Jo, tschüss. Auf Wiedersehen. Prost. Tschüss.